Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Endlich kochen wir mal wieder was und zeigen euch nicht irgendwelche gefakten AIDA-Reisevideos. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne einen veganen Burger machen wollen. Also sprich erstmal ein Patty aus Tofu. Dafür haben wir schon wieder ein bisschen was eingekauft. Tofu, ein bisschen Knobi, eine Zwiebel, Frühstückszwiebel, Erdbeeren, Tomate für hinterher auf den Burger. Nein, die Erdbeeren natürlich nicht. Die Erdbeeren haben wir gekauft, weil wir nachher noch einen Smoothie machen wollen. Den mache ich aber ein extra Video für. Den könnt ihr euch auch noch gleich angucken. Den Sonntag, schätze ich mal, mache ich den Smoothie rein. Oder vielleicht Samstag? Oder doch heute? Vielleicht doch heute, damit ihr Samstag euch noch schnell Erdbeeren kaufen könnt oder anderes Obst, um euch einen Smoothie machen zu können. Aber davon mal ab jetzt. Wir wollen ja eigentlich jetzt den Patty machen. Ich werde jetzt gleich den Tofu klein machen und werde den schon mal in einer Pfanne anrösten. Dafür sehen wir uns gleich. In aller Phyllis Blue. So, ich habe den Tofu jetzt einfach so mit den Fingern gerade zusammengebröselt und da hineingetan. Vorher habe ich den schön mit ein bisschen Küchenkrepp trocken getupft, damit der nicht ganz so nass ist. Dann dauert das nicht ganz so lange. Ich werde ihn jetzt anmachen hier und werde den einfach jetzt ein bisschen so auf 9 von 9 ein bisschen braten und ganz fein. So wie wir das gemacht haben, als wir das Chili con Carne gemacht haben. Genau. So dass das so ein bisschen braun wird. Und dann tue ich das in eine Schüssel und dann kann ich meine anderen Zutaten, die da noch mit rein sollen, dann auch gleich ein bisschen anbraten. So ihr Lieben, ich habe mir jetzt schon mal eine rote Zwiebel gepellt. Die liegt hier, die werde ich gleich klein schneiden. Dann habe ich eine Knoblauch schon mal gepellt, den schneide ich auch gleich klein. Zwei kleine fiese Chilis baue ich da ein. Und die Frühlingszwiebel, die mache ich mir jetzt schon mal klein. Und die muss halt richtig klein. Ne? Da können nicht so mega dicke Stücke gemacht werden, wie wir sie machen, wenn wir unsere Suppe machen. Das muss schon verhältnismäßig klein sein. Und diese Ringe sind im Grunde auch nicht zu groß. Ich werde das gleich noch ein bisschen feiner machen. So, den Tofu haben wir jetzt unter ganz viel Bewegung hier schön in der Pfanne getrocknet und ein bisschen angeröstet. Das tun wir jetzt uns hier schön alles in die Schale rein. Und dann werde ich mir gleich schön nacheinander meine Zutaten, die da noch mit rein sollen, anbraten. Da habe ich die Frühlingszwiebel liegen. Hier bin ich schon dabei, gerade meine Zwiebel klein zu schneiden. Da habe ich den Knobi klein geschnitten. Jetzt schneide ich eben meine Zwiebeln noch klein, werde die auch so fein machen und dann noch schnell die beiden kleinen Chilis und dann melde ich mich gleich wieder. So, mal wieder ein bisschen Öl in die Pfanne und dann kommen meine Sachen da jetzt eben schnell rein. Frühlingszwiebel, Knoblauch, rote Zwiebel, Chili. Das brate ich mir jetzt alles so ein bisschen an und dann kommt das da gleich zu meinem Tofu. So, jetzt ist mein Gemüse hier mal so ein bisschen angedünstet. Das tun wir jetzt hier schön rein. Dann haben wir jetzt schon mal eine ganze Menge Geschmack da drin, weil Tofu schmeckt ja nach nichts und noch weniger. So, klasse. Also ich mache hier mal eben schnell noch so ein bisschen Polenta, um das Ganze ein bisschen besser da binden zu können, damit mir das nicht gleich in der Pfanne, wenn ich da die Patties brate, dass die mir gleich auseinanderfallen. Polenta 3 zu 1, also 3 Teile Flüssigkeit, 1 Teil Polenta. Dann 10 Minuten lasse ich das, also 8 bis 10 Minuten lasse ich das dann ziehen, so je nachdem wie fest ich das dann haben möchte.
Und das tue ich dann gleich dazu. Dann bekomme ich halt eine schöne Masse. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen gesalzen, damit wir da schon mal ein bisschen Geschmack drin haben. Aber wir müssen gleich mal gucken, wie diese Farce überhaupt ist und was dann noch so an Geschmack rein muss. Ich glaube, die ist ziemlich scharf geworden mit den zwei Chilis drin. So, ich tue da jetzt noch in schöner indonesischer Manier so ein bisschen Ketchup Manis rein. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, weil Ketchup Manis verbrennt immer gerne in der Pfanne. Das ist natürlich immer nicht ganz so geil, aber bei der Menge ist das jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Jetzt fragt ihr euch, warum macht ihr da das Ketchup Manis rein? Weil es ein bisschen süß ist. Und durch die zwei Chilis, die da drin sind, die haben richtig Pfeffer. Also richtig stark. Nur ein bisschen Süße da drin, dann ist so ein bisschen die Schärfe raus. Weil es muss ja nicht immer auf der Zunge brennen und am nächsten Tag. So, ich vermenge das jetzt und dann werde ich da gleich mal schön meine Patties draus formen und braten. So, den ersten haben wir schon mal hier so schön geformt. Den tun wir jetzt hier schon mal in die Pfanne. Die Pfanne ist nicht richtig heiß. Na gut, aber... So, dann formen wir mal eben schnell den zweiten. Dann gleich auch in die Pfanne. Ja, genau. Das sieht doch geil aus. So, eine Frikadelle haben wir noch hier. Eine Frikadelle haben wir schon mal eine Runde fertig gemacht. Die kommt gleich auf unseren Burger. Kleinen Tipp, wenn das euch zu breiig ist und das nicht anständig bindet, dann könnt ihr da gerne Paniermehl reintun. Dann bindet das ein bisschen besser, dann gibt das hinterher schöne Burger, die ein bisschen besser abgebunden sind und ein bisschen fester sind. Ein bisschen knusprig. Ja, und auch knuspriger. So, ich warte jetzt, bis der fertig ist. Dann tue ich den gleich auf die Burger drauf. Und dann mache ich mir da noch eine Soße. Also ich habe jetzt unten Barbecue-Sauce drauf gemacht, dann Salat, Tomate. Und auf die Tomate tue ich jetzt gleich die Frikadelle. Und wir haben eine Teriyaki-Sauce Barbecue. Die mache ich gleich in der Pfanne dann nochmal eine Runde heiß und dann mache ich uns die da oben drüber und dann ist unser Burger soweit fertig. Ich weiß aber nicht, ob die vegan ist, zumal da auch Honig drin ist und Honig ist, glaube ich, nicht vegan, weil tierisches Produkt. Also mit der Soße, da muss man, wenn man jetzt den Anspruch hat, dass man das vegan machen will, muss man sich halt noch ein bisschen was ausdenken. Der Burger ist definitiv vegan. Schön mit Tofu gemacht. Ja, jetzt höre ich mal auf mit der Quatscherei hier. Ich baue die zu Ende und dann werdet ihr die gleich sehen. Meine Teriyaki-Sauce, die tue ich einmal kurz in die Pfanne. Dann lasse ich sie einmal richtig heiß werden. Und dann mit dem Honig da schön drüber. Das ist so geil. So, sieht das nicht klasse aus? Unsere gefakten schönen Burger. Tofu-Frikadelle mit Burger. Ich finde, es sieht einfach geil aus. Reden kann ich mittlerweile auch schon nicht mehr. Ich wünsche euch schöne Ostern. Ich werde das heute Abend noch einstellen. Baut es einfach mal nach. Ich finde, es ist ultra geil. Und wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Ich wünsche euch schöne Ostern und einen schönen Tag. Und Frank von footblockhamburg.de. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.